Freunde der luftölgekühlten Suzuki-Motoren. Heute stelle ich euch mal diese schöne G6R 1100 vor, wo wir uns hier ein bisschen lacktechnisch ausgetobt haben. Ich komme relativ schnell zu den Details, damit die Videos ja nicht immer so lang werden. Also, los geht's. So, heute mal mit kleinen Nebengeräuschen. Nehmen hier ein Umspannwerk, aber leider da hinten, ich weiß nicht, was da immer los ist. Die Gasse ist ja immer belegt. Was machen die denn nur hier? So, fangen wir gleich mal hier vorne an. Also, das Motorrad an sich wurde schon vom Vorbesitzer oder einem Vorbesitzer mal umgebaut. Da ist schon unser SM3-Heck drauf gekommen. Der Batteriekasten und so war das jetzt nicht so besonders schön geworden. Aber naja, alles noch leicht verbesserungswürdig. Wir haben hier nochmal Hand angelegt. Haben wir nochmal eine Maske dran gebaut von uns, ja, Takt 3 LED und ein Aluminium-Gabelcover sowie der Kohlfolie von Kuma USD. Fangen wir gleich mal an damit. Da ist praktisch wie gemacht für die Upside-Down-Gabel der luftölgekühlten G6R. Passt eigentlich überall an alle Upside-Down-Gabel. Manchmal muss man leicht modifizieren, bei der A1 zum Beispiel. Ja, zur Lackierung komme ich dann, würde ich sagen. Machen wir mit dem Gabelcover gleich weiter. Aluminiumgabelkammer noch unbehandelt. Ganz einfach gemacht, bekommt das so bei uns. Hier wurden noch zwei Rillen eingearbeitet, unten mit schrägen Abschluss. Die Maske wurde gleich am Kammer mit befestigt. Attack 3 LED, wie gesagt, mit Prüfzeichen. Der seitliche Halter ist am Kammer fest und der untere Halter, seht ihr hier, ist an der unteren Gabelbrücke fest. Das ist so die gängige Variante, wenn man eine Gabelkammer verbaut hat und die Maske verbauen will. So, wie gesagt, der Höcker war schon drauf. Das ist ein SM3. Ist schon einige Jahre bei uns im Programm. Das sind hinten die Shark Noise Rückleuchten verbaut. Das Kennzeichen habe ich ja mal zum Schutz aller Beteiligten abgeklebt. Blinker hinten und Batteriekasten, wie gesagt, das ist noch ein bisschen überarbeitungsfähig. Das kommt vielleicht noch. Am Tank wurde das Tankcover TC1 G6R verbaut. In dem Fall wurde auch gleich eine schöne Sackdelle eingearbeitet für komfortable Sitzen und Platz in der Hose. Das wurde hier noch mal ein bisschen modifiziert. Und zwar wurde das Cover einfach mal abgeschnitten an der Stelle. Und nochmal mit ein bisschen Luft dazwischen wird er aufgeklebt, dass man hier unten ein bisschen Spalt hat. Einfach mal für eine andere Optik, damit soll ja nicht alles immer gleich aussehen. So viel mehr ist an dem Motorrad jetzt gar nicht passiert. Unten ist noch ein kleiner Bugspoiler dran, Hersteller unbekannt, war auch schon verbaut. So, fangen wir mit der Lackierung an. Das wohl auffälligste und aufwendigste an dem Motorrad. Hier wurde wieder mit, diesmal mit zweifarbigen Grau gearbeitet, und zwar in der Mitte ist etwas dunkelgrau, an der Seite hellgrau. Bei der Maske wurde der obere Teil dunkelgrau gemacht. Im Scheinwerfer drinnen wurde schwarz lackiert. Der Tank wurde hier an der Kante dunkelgrau gemacht, also alles was in dem Bereich ist. Und der Höcker wurde unterhalb dunkelgrau gemacht. Das wurde abgesetzt durch die schwarz und weißen und grauen Stifte. Wenn ihr sowas Interesse habt, einfach mal melden. Kein Problem bei uns. Durch das Tankcover bekommt natürlich der Tank eine völlig neue Optik. Ich mache mir eine Seitenansicht. Da seht ihr das mal schön. Das macht das Motorrad, bringt es auf jeden Fall noch ein paar Jahre in Zukunft. Von der optischen Geschichte her gesehen. Ich denke mal, in Verbindung mit der Maske und den Kotflügel ist das alles ganz gut gelungen. Die Stifte, ja. Das ist immer nicht so einfach, wie es viele denken. Ihr könnt es gerne selber probieren. Viel Spaß dabei. Wir mussten ja auch schon, beziehungsweise ich, habe ja schon viele Stunden damit verbracht, das zu optimieren, die Technik, um rauszufinden, wie das nun wirklich am besten aussieht. Aber wie gesagt, falls da Interesse besteht, einfach melden. So, nochmal kurz eine eigene Sache. Unsere neue Website ist jetzt online seit gestern, www.street-maschines.de.
Da findet ihr aber Infos zu uns, also wer uns noch nicht kennt, weiß noch nicht, wer das sein soll. Uns gibt es schon 30 Jahre fast. Der Shop ist online, ist noch nicht hundertprozentig befüllt mit allen Teilen. Ihr könnt immer noch im WhatsApp-Shop reingucken, da sind alle Teile drin. Was jetzt neu ist im WhatsApp-Shop und auf unserem Shop, dass man bei den Produkten auch Videos anfügen kann. Das heißt, bei vielen Produkten sind schon Videos angehangen, wo ihr das Teil nochmal genauer euch anschauen könnt. Also dann, bis bald. Und natürlich gibt es wie immer einen kleinen Auspuffcheck, tatsächlich mit i-Zeichen. Allerdings lege ich da meine Hände dafür nicht ins Feuer. Also lauscht